was bisher geschah. Ihr Geburtsname ist Kit Walker. Sie wurden in Gstaad in der Schweiz geboren und nach ihrem Vater benannt, der ein sehr bedeutender Mann war. Ihre Mutter wurde ermordet. Sie waren bei ihr im Wagen, als man sie von der Straße drängte. Dieses Kind wurde später adoptiert von Frank und Pam Moore. Sie haben meine Eltern getötet! Zwei Männer haben mich erwartet, als ich nach Hause kam. Sie wollten auch mich töten. Walker! Du bist tot! Was wollen Sie? Die Welt erwartet von Ihnen die Übernahme der Verantwortung Ihrer Vorväter. Und dass Sie den Kampf weiterführen gegen das Böse. Jalil Ben David, legen Sie ihn um. Mit Flicker wird es uns möglich sein, jeden, den wir wollen, absolut so programmieren zu können, dass er tut, was wir wollen. Sie müssen Ihr altes Leben loslassen. Menschen verschwinden nicht einfach so ohne weiteres. Hier ist was passiert. Dann wurden die Typen geschickter. Das sind Profis. Wir müssen uns unterhalten. Richtig. Ich bin froh, dass Sie runtergekommen sind. Ihre Einstellung lässt mich an der Ernsthaftigkeit Ihres Engagements zweifeln. Was? Es sind fast 2 Monate vergangen und Sie haben nicht die Pflicht, Hingabe und die Reife gezeigt, die vonnöten sind, um in die Fußstapfen des Phantoms zu treten. Ich habe alles getan, was Sie von mir verlangt haben. Und ich finde, dass ich dabei gar nicht schlecht war. Körperlich ja, aber geistig? Dieser ganze Prozess soll eine Umwandlung herbeiführen. Wenn Sie das Phantom werden wollen, müssen Sie Ihr altes Leben loslassen. Das kann ich nicht! Der Detective, der diesen Fall bearbeitet, ist der Vater meiner Freundin. Wie Sie sehen, haben Sie eine große Ermittlung eingeleitet. Sie denken, ich wurde ermordet. Gut, das nimmt Sie aus dem Visier der Bruderschaft. Ja, aber er gerät in Ihr Visier. Er ist Polizist, er kann mit der Situation umgehen. Nein, nein, ich werde ihn anrufen und ihm sagen, dass es mir gut geht. Kommt nicht in Frage. Wenn er die Untersuchung nicht ablässt, wird die Singh-Bruderschaft ihn umbringen. Das wissen Sie genau. Ich erlaube Ihnen nicht, alles zu riskieren, was wir hier tun. Weil zu viel auf dem Spiel steht, ist das klar. Ah!
Haben Sie Kit gesehen? Ich wollte Sie gerade anrufen. Ich habe versucht, ihn zu erreichen, aber er antwortet nicht. Was ist los? Ein Einbruch in unserem Labor. Wir haben alles durchsucht, aber er ist weg. Wer ist weg? Der neue Tech-Anzug. Gab es Abflüge zwischen 19 Uhr gestern Abend und 6 Uhr heute Morgen? Er hat was? Was ist passiert? Hat sie einen Flugplan aufgegeben? Ja, geben Sie mir sofort Bescheid. Guran ist gestern nach 3.19 Uhr abgereist. Mit der Gulfstream. Was, sie ist weggeflogen? Sie hat Hans gesagt, sie fliegt zu Wartungszwecken nach Heathrow. Kit war bei ihr. Mr. Davidson. Was zum Teufel? Hey, hören Sie, Sie müssen Ihre Ermittlungen einstellen. Wo haben Sie sich rumgedreht? Ist jetzt egal. Es spielt keine Rolle, wo ich war. Ich bin am Leben. Schließen Sie den Fall einfach, okay? Augenblick mal. Haben Sie eine Ahnung, was Sie meiner Tochter angetan haben? Ja, ja. Sagen Sie ihr, das ist mir leid. Das können Sie ihr selbst sagen, weil ich Sie nämlich verhafte. Weswegen? Mir fällt schon was ein. Rein mit Ihnen. Hey, Clark! Sieh mal, wer hier ist. Steigen Sie ein. Clark? Nein! Ich hab dich angerufen, so schnell es geht. Schon identifiziert? Ja, die Polizisten da drüben. Er hat noch Puls. Schnell hierher, Renny, sofort. Daddy? Renny, ich brauch dich. Daddy! Daddy, bitte bleib bei mir. Bitte bleib bei uns, Dad. Kannst du mich hören, Daddy? Daddy, bitte. Mach schon. Daddy, kannst du mich hören? Hör auf meine Stimme. Bitte bleib bei mir. Daddy, bitte bleib bei mir. Dad! Sie gefährden ihr Leben. Sie jetzt mit ihr gesehen werden. Ich habe gerade die Bestätigung erhalten, dass der Proband tot ist, aber die Zielperson eventuell überleben wird. Bella, Sie haben keine Ahnung, in welche Lage mich das vor dem Vorstand bringt. Darüber hätten Sie nachdenken sollen, bevor Sie die Operation befohlen haben. Ich hatte Ihnen wiederholt gesagt, dass die Flicker-Reprogrammierung persönliche Bindungen zwischen Proband und Zielperson nicht völlig überschreiben kann. Wer? Bitte. Sagen Sie mir, dass das keinesfalls bei unserer Ben-David-Operation auftaucht. Es gibt unheimlich viele Faktoren, die problematisch werden können. Verschiedene Probanden, jeder auf Aufgaben programmiert, die relativ kompliziert sind. Und Probanden, die als Tandem arbeiten. Teams. Ich verstehe. Was ist an Teams verkehrt?
Ich liebe Teams. Wir müssen erst noch Flickers Effektivität unter einem derart komplizierten Szenario testen. Wenn eine Sache schief geht, kann die ganze Operation misslingen. Oh, alles oder nichts? Ich liebe es, wie das klingt, Bella. Ich werde mich um Detective Davidson in New York kümmern. Und Sie sorgen dafür, dass wir für Ben David bereit sind. Keine Fehler, Bella. Alles oder nichts. Janet, holen Sie den Auftragsdienst ans Telefon. Vielleicht gibt es irgendjemanden in New York, auf den wir uns verlassen können. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Aber ich war wie gelähmt. Beruhigen Sie sich, Kit. Er war der Partner des Mannes. Ja, ich weiß. Und ich habe ihn gesehen, wie er da stand und sich seltsam benahm. Ich hatte den Tag-Anzug an und hätte nur zwischen die beiden treten müssen. Wissen Sie, vielleicht hat Wanda Mark recht, dass ich dem nicht gewachsen bin. Etwas ist für Sie ein großer Nachteil. Beinahe jedes Phantom ist seit der Kindheit vorbereitet worden. Jahrelanges Training. Na toll. Ich fühle mich schon viel besser. Beinahe jedes Phantom. Außer Christopher Walker. Er war der Erste und in meinem Alter, als er anfing. So ist es. Es war richtig, Detective Davidson zu warnen. Sonst wäre er jetzt vielleicht tot. Ich meine, ich weiß, dass er sich immer noch in sehr großer Gefahr befindet. Was ist mit Rani? Sie könnte auch gefährdet sein. Was ist, wenn ich es wieder versaue? Sie lernen jedes Mal dazu. Denken Sie daran, Sie haben einen Eid geleistet. Sehen Sie das? Das Feuer hätte diesen Ring nie jemandem geschenkt, der ihn nicht verdient. Das ist aber nicht sehr nett. Was? Hallo? Der tote Mann auf der Straße. Er wollte ihren Vater umbringen. Wer ist dran? Chris? Nein, ein Freund. Sie müssen mir ganz genau zuhören. Und Sie haben ihn von dem Gebäude gestoßen? Das war ein Unfall. Ein Unfall war das? Er wollte Ihren Vater töten? Woher wissen Sie das? Hören Sie mir zu. Sie können gerade nicht klar denken. Ich kann nicht klar denken? Sie haben doch jemanden von einem Gebäude gestoßen. Chris Moore hat mich geschickt. Und woher weiß ich, dass Sie nicht lügen? Ich weiß nicht, was es bedeutet. Aber er hat mir aufgetragen, Ihnen zu sagen, dass nur Dolphins lügen. Das heißt, er lebt? Ja, und... Und Sie haben mit ihm gesprochen?
Wie geht's seinen Eltern, Frank und Pam? Geht's ihnen gut? Hallo? Seine Eltern sind tot. Sie wurden von denselben Leuten ermordet, die auch hinter ihrem Vater her sind. Chris steht jetzt unter meinem Schutz. Und ich versuche dasselbe für ihren Vater zu tun, aber es eilt. Wir müssen ihn in Sicherheit bringen. Er hat eine Kugel in der Wirbelsäule und wird immer noch beatmet. Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Und ein Gulfstream-Jet wartet auf dem JFK. Er ist mit allen medizinischen Geräten ausgestattet, um ihn sicher zu transportieren. Das geht nicht. Doch, fragen Sie sich selbst, was ist unwahrscheinlicher, alles, was ich Ihnen gerade erzählt habe? Oder dass Clark Ellis ihren Vater umbringen wollte und dann Selbstmord begeht. Komm schon, beeilen wir uns. Schneller. Tempo, Tempo, Tempo. Wohin fliegen wir denn? Sehr weit weg. Man wird dort Ihren Vater erstklassig versorgen und Sie sind in Sicherheit. Werde ich Chris wiedersehen? Nein. Aber keine Sorge, es geht ihm gut. Er wird uns kontaktieren. Wer sind Sie? Ich bin das Phantom. Für Sie und Ihren Vater. Koran, wir müssen los. Wir müssen sofort los. Wenn Sie sie tragen, bedeutet das, dass Sie unter meinem persönlichen Schutz stehen. Vielleicht werde ich Sie auch mal um einen Gefallen bitten. Kommen Sie. Danke sehr. Sehr beeindruckend. Sie haben sogar die ganze Ringsache drauf. Steht alles in den Tagebüchern. Ich fand das erst ziemlich kitschig, aber sobald man das live gemacht hat, ist es eigentlich ganz cool. Sie ist sehr hübsch. Ja. Und sie hat Angst. Chris sollte sie anrufen, so schnell er kann. Oh, sollte er das? Danke Ihnen, Frau Doktor. Ach, übrigens... Das war ja ein Ding, den Kerl vom Dach zu werfen. Wirklich elegant. Ich habe ihn nicht vom Dach geworfen. Sie wissen, dass das Phantom die Leute nicht einfach umbringen soll. Der Kerl war ziemlich tollpatschig. Hätte auch ein Selbstmord sein können. Mhm. Haben Sie mit der Etatabteilung gesprochen? 100.000 sind auf Ihren Namen auf ein Konto überwiesen worden. Das wird die Kosten abdecken. Oh, gut. Mehr als ich benötige. Irgendwelche Probleme? Abgesehen davon, dass Babur wegen des Anzugs ausflippt und Wendy meckert, weil sie ihn überhaupt nicht zurückrufen? Nun, eigentlich ist das mein Anzug und Wendy ist bei mir angestellt. Okay, das müssen Sie ihm unbedingt sagen, wenn Sie zurückkommen. Und Sie kommen doch zurück. Sobald ich weiß, wie die Singh Davidsons Partner für sich eingespannt haben. Die beiden haben seit Jahren zusammengearbeitet und plötzlich beschließt er, ihn zu erschießen? Mit Clark Ellis war irgendwas nicht in Ordnung. Was hätte das sein können? Vielleicht hat man ihn hypnotisiert, um ihn zu steuern. Das scheint mir sehr unwahrscheinlich. Ja, und? Ich trage eine Kevlar-Weste und einen Helm. Wie unwahrscheinlich ist das? Heben Sie das für mich auf? Was ist es? Etwas, das ich jemandem schulde. Wenn Sie es für mich abliefern müssen, rufe ich Sie an. Ich denke, ich bin Ihnen hier nützlicher. Ich mache mir Sorgen um die Sicherheitslücken, die Vandermark erwähnt hat. Wir können uns bei dieser Sache keine weitere leisten. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Dann melden Sie sich. Sie wollten eine Rendite Ihrer Investition? Hier ist sie.
Die Rückkehr des Phantoms. Der einzige wirkliche Gegner, dem sich diese Organisation seit 483 Jahren gegenübergesehen hat. Also sagen Sie mir, Ratib, warum haben Sie über 400 Millionen in dieses Flicker-Ding gesteckt? Eine Technologie, die nebenbei gesagt so unzuverlässig ist, dass sie praktisch von allen Geheimdiensten auf der Welt aufgegeben worden ist. Während Sie sich weigern, eine geringere Summe auszugeben, um sich einer sehr realen Bedrohung zu erwehren. Ich spreche vom Phantom. Ich weiß es nicht, Steph. Ich weiß es nicht. Aber ich wette, Sie werden es uns gleich sagen. Pennern wie Ihnen? Nur Manschettenknöpfe und überkronte Zähne. Oh, College-Ausbildung, aber dumm wie Bohnenstroh. Spüre ich Emotionen hier am Tisch? Sie wollen Emotionen? Ich beantrage, dass Ratib Singh sein Amt als Generaldirektor zur Verfügung stellt. Wegen höchster Inkompetenz. Gott, das sind ja ganz scharfe Dinger. Also dann. Unterstützt jemand den Antrag? Irgendjemand? Sedaka? Joel? Sie unterstützen doch sonst alles. Nein? Derek? Nein. Ihre Stimme habe ich, Sarah. Schön und gut. Der Antrag wird abgelehnt, da ihn keiner unterstützt. Schreiben Sie das ins Protokoll. Na schön. Mal weitersehen. Neuigkeiten in dieser Alice-Affäre? Pete. Oh, entschuldigen Sie, RJ. Dr. Lithia hat bestätigt, dass die physiologischen Veränderungen durch Flickr-Tech im Gehirn von Mr. Ellis ausgelöst zu gering sind, um gerichtsmedizinisch erkannt zu werden. Die Corporate Communications Division wurde damit beauftragt, Davidson daher zu diskreditieren. Unsere Abfallbeseitigung in New York ist zu Ellis Apartment geschickt worden, um alle Spuren unserer Aktivitäten zu beseitigen, insofern welche da sind. Danke, Pete. Gute Ausführung. Also, inzwischen ist die Corporate Security bei TIFCOM verstärkt und in höchster Alarmbereitschaft versetzt worden und ich werde persönlich bald schon meinen kleinen Freund bei Bathep anrufen, um herauszufinden, wie viel sie tatsächlich über Flickr wissen. Schließlich, nicht zu vergessen, unser Phantom. Ja, er ist eine echte Nervensäge. Aber ein Geist, der wandelt? Danke, aber nein, von diesem Schierlingsbecher werde ich nichts trinken. Sobald wir die Ben-David-Sache erledigt haben, wird man sich um ihn kümmern. Das schwöre ich. Aber in der Zwischenzeit, Gentlemen, normaler Betrieb. Normaler Betrieb. Ah, sehen Sie nur. Wir sind früh fertig. Ich hebe die Sitzung auf. Ach ja, und Pete, lassen Sie diese Schweinerei hier wegmachen, ja? Braver Junge. Steckt er? In New York. Er will Alice' Angriff auf Davidson klären. Er glaubt, dass die Bruderschaft eine Art Gedankenkontrolle anwendet. Gedankenkontrolle? Er hat wohl ein paar ganz heiße Spuren. Sie hätten mich informieren müssen. Sie hätten mir sagen sollen, dass Sie fortgehen. Er wollte nicht, dass es jemand weiß. Das ist kein guter Grund. Nun, er ist das Phantom. Aber er ist noch nicht so weit. Erst wenn ich ihn für fähig halte, allein eine Mission zu unternehmen, muss er mich nicht mehr über seinen Aufenthaltsort unterrichten. Ich habe ihn einmal verloren, ich werde ihn nicht wieder verlieren. Ist das klar, Guran? Selbstverständlich. Aber bis etwas anderes bewiesen ist, so lange erfülle ich die Forderungen von Kit Walker. Was ist mit dem Mädchen? Sie steht unter Schock und versucht immer noch zu begreifen, wo sie ist. Was weiß sie? Es waren immer scharfsinnige und intuitive Frauen, die das Phantom gewählt hat. Sie ist keine Ausnahme. Also? Sie ist offensichtlich in jeder Beziehung misstrauisch. Sie kann Chris Moores Verbindung zu uns nicht begreifen.
Möchten Sie sie kennenlernen? Miss Davidson, ich heiße Sie willkommen. Sie sollen wissen, dass wir alle medizinische Hilfe zur Verfügung stellen werden, die Ihr Vater brauchen wird. Und Sie, was brauchen Sie? Oh, nichts. Mir geht's gut. Ich würde nur zu gern wissen, was für Menschen Sie eigentlich sind. Das werden Sie schon herausfinden, wenn uns die Zeit angemessen erscheint. Aber wieso tun Sie das alles? Wieso? Weil es das ist, was wir tun. Und Chris kommt ja auch her. Kommen Sie mit. Sie brauchen etwas Ruhe. Hallo? Rennie. Chris? Chris, wo bist du? In Queens. Was? Was machst du denn da? Ich warte auf jemanden. Seid ihr alle gut gelandet? Ja, ja. Mein Dad hat mir erzählt, was passiert ist, dass du ihn warnen wolltest. Er ist wach? Ja, er war es. Jetzt schläft er gerade. Geht es ihm gut? Warte mal kurz. Sie haben gesagt, dass er möglicherweise nie wieder laufen kann. Oh nein. Es geht schon. Er kommt ganz gut damit klar. Besser als ich. Er wird bestimmt einer von diesen verrückten Rollstuhltypen werden, die Snowboard fahren und Baseball spielen. Rennie, wenn es irgendjemand schafft, ihn wieder auf die Beine zu bekommen, dann wirst du das sein. Ja. Und dieses Krankenhaus ist einfach fantastisch. Chris, wir haben hier diagnostische Technologien, die moderner sind als alles andere. Die Sache ist nur, dass ich... Was? Ich weiß nicht, wie wir das alles bezahlen sollen. Dr. Babur hat gerade einen Neurologen aus Schweden einfliegen lassen und ich glaube nicht, dass unsere Krankenversicherung dafür aufkommt. Also macht ihr deshalb keine Sorgen. Okay, das lässt sich alles regeln für euch. Hauptsache, dein Vater wird wieder gesund. Ganz ehrlich, Chris, wie hast du es nur angestellt, diese Menschen kennenzulernen? Das ist kompliziert. Eine Familiensache. Irgendwann sollten wir doch mal eine längere Unterhaltung führen. Ja, ich weiß. Ich weiß, das machen wir. Ich muss aufhören. Oh, warte, ich habe noch eine Bitte. Kannst du dem Phantom von mir Danke sagen? Ja, das werde ich verspreche es dir. Das nenne ich einen guten Service. Ihr Typen vom Satellitenfernsehen arbeitet echt länger als die Jungs vom Kabel-TV. Was ist? Wirst du jetzt reden? Okay, das hier ist eine große Sache, also keine Fehler. Probanden in Position haben freie Sicht auf den Fernseher. Wir schalten das Signal auf Flickermuster 9 Alpha 9 um. Initiieren Sie die Sequenz und markieren. Wir initiieren. Ziele definiert. Abonnentennummer K9-213-42008. Cooper, NRV. Abonnentennummer K9-213-42-0011. Johansson Sven.
Abonnentennummer K921342-0012. Law, Trevor H. Abonnentennummer K21342-0009. Dale, Ruben. Abonnentennummer K21342-0010. Paul Aston, Nina Alexandra. Und die Übertragung jetzt beenden. Die internen Prozessoren verstärken das Signal in eine komplexe Abfolge zeitlich abgepasster elektromagnetischer Impulse, die den Probanden in einen tiefen Beta-Status versetzen. Wieso wirkt es bei uns nicht? Das Bild hier ist bearbeitet und gefiltert worden und damit harmlos. Aber das tatsächliche Bild ist geradezu tödlich. Ich meine, die Mikrowellenharmonien, die es benutzt, rekonfigurieren die physische Architektur des Gehirns. Das Resultat sind irreversible physiologische Veränderungen im limbischen System, die letztendlich zum Tode führen können. Klingt, als wäre es eine Waffe. Ja, wenn man beabsichtigt, dass die Zielperson innerhalb von 5 bis 10 Jahren einem Gehirntumor erliegt, dann ja. Könnte man damit eine Gehirnwäsche machen? Oh ja, ganz bestimmt. Das limbische System zu vernetzen wäre eine hervorragende Methode, Kontrolle auszuüben. Es wäre unmöglich, sich nicht programmieren zu lassen. Denn man kann, sich nicht dagegen wehren, Signale zu empfangen. Also, woher wissen Sie, dass die Zielperson zusieht, wenn Sie senden? Ah, Augenblick. Warten Sie. Und jetzt nur lächeln. Der alte Trick mit der Kamera im Kabelkasten. Ganz schön clever, wenn ich das mal so sagen darf. Kit? War es möglich, irgendwas aus den beiden Schlägern rauszubekommen, die sie überwältigt haben? Nein, eher nichts. Was ist bei euch los? Goran, irgendwas über TIFCOM? Vor 3 Jahren Handelsregistereintrag in Privatbesitz. Hauptdienstleistung Satellitenfernsehen. Sie haben eine Nische gefunden und versorgen nur ca. 40.000 Abonnenten zwischen Boston und DC, plus Virginia und Maryland. Generaldirektorin ist Dr. Bella Lithia. Abgesehen von Steuererklärungen gibt es so gut wie nichts über sie. Kein Vorstrafenregister. Kraftfahrzeugbehörde? Auch nichts. Bestimmt ein Alias. Standort? Büros des Unternehmens in Manhattan, Delacorte Tower. Außerdem gibt es einen Sender in Newark, New Jersey. Und sie scheinen das am besten geschützte Computernetzwerk zu besitzen. Selbst meine Jungs konnten es nicht knacken. Dann haben wir grünes Licht für Plan B. Wenn Plan B bedeutet, dass sie ihren Hintern hierher bewegen und ihr Training beenden, dann auf jeden Fall. Tut mir leid, das ist für mich kein Plan. Okay, dann nicht. Also, was ist Plan B? Dass ich in das Hauptquartier von TIFCOM einbreche. Schön. Ich schicke ein Team erfahrener Agenten los. Nein. Das sollte nur unter uns bleiben. Wir können uns kein weiteres Risiko erlauben. Kate, Sie sind noch nicht bereit für Feldoperationen. Vielleicht nicht, aber die Sphinx haben sich in dieser Sache viel zu sehr engagiert, als dass es ihnen nur darum gehen könnte, ein paar Cops umzulegen. Da steckt wesentlich mehr dahinter und die Antworten sind hier. Das können Sie nicht allein erledigen. Das habe ich auch nicht vor. Ich arbeite mit einem alten Kollegen. Ich muss aufhören. Sollte irgendwas sein, werde ich Sie anrufen. Ein alter Kollege? Hey, Jordi. Alter! Was für ein cooler neuer Look, Mann. Ist ja kaum zu fassen. Wieso hast du nicht angerufen, Mann? Ich bin ausgeflippt vor Sorge. Was ist mit deinen Eltern passiert? Darüber möchte ich lieber nicht reden. Ach, komm schon, Alter. Hermano, ich bin's doch, mit dem du redest. Ich weiß, mit wem ich hier spreche. Deswegen kann ich's dir auch nicht sagen. Du darfst auch niemandem sagen, dass du mich gesehen hast. In Ordnung? Was ist also? Hast du mal diese Firma beliefert, TIFCOM, im Delacorte Tower? 2x42. Security? Total. Die Fahrstühle gehen in der privaten Lobby auf. Ohne Karte kommt da keiner rein. Bist du nur hergekommen, um mich nach den Geschäftszeiten von TIFCOM zu fragen? Nein, Mann. Komm schon, ich wollte dich sehen. Okay. Ich wollte dich sehen. Und mich vergewissern, dass mein altes Leben real war. Was ist los, Mann? Erzähl schon.
Du redest also nicht mit mir darüber? Schon okay, Mann. Hey! Wie geht's deinen Rippen? So gut wie neu. Wir haben wieder angefangen zu trainieren. Ist so, als hätte ich einen Metallpanzer um mich rum. Ich bin jetzt unbesiegbar. Das Gefühl kenne ich auch. Schön, dich zu sehen. Pass gut auf, Mann. Du auch. In Bezug auf Ben David gibt es grünes Licht für Projekt Juggernaut. Ich bitte Sie aber dringend, diese extreme Aktion noch einmal zu überdenken. Ich gehe jetzt. Dann bis morgen, Miss Cooper. Herr Minister, würden Sie das noch unterzeichnen, bevor Sie gehen? Danke, Anna. Zentrale, hier ist Eagle One. Die Person wurde abgeliefert. Er ist auf sich selbst gestellt. Viel Glück. Kit, wir können das Sicherheitsnetz zwischen dem 17. und 18. Stock nur für ein paar Minuten deaktivieren. Also beeilen Sie sich.
Sicherheitssysteme offline in 5, 4, 3, 2, 1. Hinter Ihnen ist ein Treppenhaus in den 18. Stock. Kit, am Hauptserver befindet sich eine Workstation. Benutzen Sie sie, um Zugriff auf die Datenbank zu bekommen. Mach ich. Hoffentlich funktioniert's, Barbara. Sehr schön. Ja? Entschuldigen Sie, Dr. Lythia, aber es scheint Aktivitäten am Hauptserver zu geben. Sind Sie sich sicher? Nein, aber ich hätte gedacht, Sie würden es gern wissen, bevor ich eine Meldung mache. Ja, ja, William, es war richtig, mich zuerst anzurufen. Ich steuere das von hier. Tifcom? Hallo? Geben Sie mir bitte den Sicherheitsdienst. Ich kenne diese Frau. Woher? Ich habe in Ruanda als Gutachter gegen sie vor einem Kriegsverbrechertribunal ausgesagt. Ihr richtiger Name ist Flamina Karl. Sie war eine sehr berühmte Verhaltensforscherin, bis sie von ruandischen Funktionären engagiert wurde. In welcher Funktion? Sie leitete eine Versuchsreihe, bei der Methoden der Gehirnwäsche eingesetzt wurden, um Kindersoldaten für den Völkermord an den Tutsi zu erschaffen. Ist sie erfolgreich gewesen? Nein. Dutzende ihrer Versuchspersonen starben an Hirntod, der durch ihre Methode verursacht wurde. Oh mein Gott, sehen Sie sich Ihr Gehalt an. Das ist ja unanständig. Babu, können wir eine Liste der Abonnenten aufrufen? Wir könnten sie mit den Polizeiakten vergleichen und feststellen, ob wir Treffer unerklärlicher Gewaltakte oder Selbstmorde erhalten. Okay, ich schicke Ihnen die Masterliste der TIFCOM-Abonnenten. Namen? Adressen, Seriennummern. Jason, sind Sie da? Ja. Die Elektronik in der Empfängerbox, das klingt exotisch, was? Ist teuer? Oh ja, das war's. Es hat militärische Qualität. So ein Ding kann also nicht in jedem Abonnentenhaushalt stehen. Naja, ich denke, diese Vermutung könnte wohl stimmen. Ich meine, Sie haben sich viel Mühe gegeben, das von Alice wiederzubekommen. Sie müssen die Übersicht behalten. Vielleicht haben Ihre Seriennummern einen bestimmten Identifikationscode und wir können vorhersagen, wer in Gefahr ist. Genau, genau, wir verfolgen das. Kit, verschwinden Sie schnell von dort. Verstanden? Okay, ich verschwinde. Schon. Kann ich Sie mitnehmen? Sehr gut. Sehen Sie heute Abend in unserem Exklusivbericht die Rede des Friedensaktivisten Jalil Ben David vor der Generalversammlung. Seien Sie nicht albern, Lorna. Das kann ich nicht tun. Nein, nicht einmal für Brad. Es ist mir egal, wozu Oprah bereit ist. Ich bin nicht Oprah. Na, dann sagen Sie ihm doch einfach, ich werde ihn nicht mit hinterhältigen Fragen konfrontieren. Ich verspreche, dass das nicht meine Art ist. Hören Sie, da ruft gerade noch jemand an. Ich möchte, dass Sie zusagen. Nina Holliston. Hier ist Dale. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass Mr. Everbys Presseausweis besonders schnell ausgestellt wird. Natürlich, Miss Holliston. Wann wollen Sie ihn haben? Am liebsten gleich. Normalerweise braucht der Sicherheitsdienst mindestens 5 Werktage für eine Überprüfung. Oh, ich bitte Sie, damit müssen wir uns doch nicht aufhalten, oder? Nur höchst ungern würde ich das oben melden. Ich verstehe, Miss Holliston. Ich werde mich sofort selbst darum kümmern. Fertig? Gut. Was ist jetzt? Sehen wir untätig zu? Natürlich nicht. Wir kontaktieren die lokalen Behörden, übergeben ihnen, was wir haben, und die ergreifen die notwendigen Schritte. Genau dafür haben Sie Babur kritisiert. Wir haben im Augenblick nicht genug Männer zur Verfügung, um mit... Nicht genug Männer? Das Phantom ist mit größeren Dingen fertig geworden und hatte nur 4 Nonnen, eine Büchse Kerosin und einen Affen. Korsika 1911. Die Erstürmung der Villa Sarducci. Wirklich gut. Schön, dass Sie Ihre Hausaufgaben machen. Das können Sie sich sparen. Es sind doch Ihre Worte gewesen. Seitdem mein Vater tot ist, ist Barth Hebb ein Witz geworden. Wir alle sind doch bloß noch die Handlanger der Staatsorgane. Wir waren es, die die Bruderschaft in Schach gehalten haben, und das ist uns fast 400 Jahre lang gelungen.
Sollten wir jetzt aufhören, wird die Bruderschaft das sofort erfahren, wenn sie es nicht sowieso schon weiß. Nein, es ist zu gefährlich. Sie können das doch. Doch, mein Eid lautet, beschütze die Unschuldigen. Und ich kann damit nicht warten, bis ich soweit bin. Ich breche diesen Eid nicht. Ich will erreichen, dass damit Schluss ist. Die einzige Frage ist jetzt, werden Sie mir helfen? Wir haben die Analyse der TIFCOM-Abonnentenliste abgeschlossen. 43 von ihnen haben in den letzten 6 Monaten Selbstmord verübt oder ein Gewaltverbrechen begangen. Von 40.000? Ist das ungewöhnlich? Oh ja, wirklich ungewöhnlich. Besonders wenn man bedenkt, dass nur einer eine dokumentierte Geisteskrankheit hatte und dass keiner von ihnen bisher vorbestraft war. Das ist seltsam. Und das ist noch nicht alles. Wir haben die Verbrechen in chronologischer Reihenfolge sortiert und fanden eine fortwährende Steigerung in der Schwere. Ja, anfangs gab es fast ausschließlich Selbstmorde. 3 Monate später beginnen wir die ersten Morde zu sehen. Und einen Monat danach Massenmord. Die Frau in Bridgeport, Connecticut, Bethany Ann Gardner. Als nach dem Schulfest so viele starben? Sie war auch eine Abonnentin? Genauso wie dieser junge Mann verantwortlich war für die Schießerei in Georgetown. Und wie der Kranführer in Newark, der Balken auf einen Bus hat fallen lassen. Und die Liste geht weiter. Und der Täter hat in jedem Fall entweder Selbstmord begangen oder es versucht, und zwar unmittelbar nach der Tat. Die wenigen, denen es missglückt ist, haben keine Erinnerung mehr und weisen signifikant gestörte kognitive Funktionen auf. Genau das erwarten wir nach dem Einsatz einer solchen Technologie. Und so ein Ding steht also in über 40.000 amerikanischen Haushalten. Nein, ich denke, dass Kit recht hat. Diese erweiterten Boxen finden sich nicht bei jedem Abonnenten. Ist das schon bestätigt? Nein, noch nicht. Wir haben noch nicht alle Seriennummern, aber wie dem auch sei, die Boxen verstärken im Übrigen nur das Signal. Weil die Programmierung variiert. Natürlich, das ist vom unterschiedlichen Verhalten abhängig und man braucht eine Fernübertragung. Die kommt von Ihrem Sender in Newark. Das könnte sehr gut möglich sein, ja. Dann schalten wir sie aus. Heute Nacht. Bitte laden Sie uns alles über den Standort sofort hoch. Satellitenaufnahmen, Grundrisse, Sicherheitsstruktur. Alles, was Sie in den nächsten Stunden zusammentragen können. Ja, wird gemacht. Willkommen an Bord. Ich habe das nochmal überprüft, aber die Werte stimmen noch nicht. Aha. Er braucht eine höhere Dosis. Ist gut. Haben Sie schon etwas gehört? Nein, er ist noch im OP. Die Schwester sagt, alles läuft soweit gut, aber sie brauchen noch ein paar Stunden. Chris bat mich, Ihnen das zu geben. Was ist das? Er hat gesagt, er wäre Ihnen was schuldig. Liebe Renny, ich hatte dir versprochen, dir alles zu erklären. Und wenn du das hier liest, habe ich nicht mehr die Gelegenheit, es persönlich zu tun. Ich habe diesem Brief einen Schlüssel beigelegt. Ich möchte nur, dass du weißt, wie leid es mir tut, dass ich dich so verlassen musste, wie ich es getan habe. Wir hatten so wenig Zeit. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich liebe dich, Renny. Ich glaube, ich habe dich geliebt vom ersten Augenblick an, als ich dich sah. Vielleicht wirst du nicht dasselbe für mich empfinden. Und ich kann es dir kaum verübeln, wenn es so wäre. Ich kann das, was geschehen ist, nachträglich nicht wieder gut machen. Aber ich versichere dir, dass es der einzige Weg war, dich zu beschützen. Auf dem Schreibtisch liegt ein Tagebuch. Es enthält alle Antworten auf deine Fragen. Ob du dich dazu durchringen kannst, mir zu vergeben oder nicht, eines sollst du wissen. Ich liebe dich. Für immer, Chris. Ja? Sie werden TIFCOM angreifen. Jaco? Jaco?
Das hier wird Ihnen gefallen. Wer will wohl Hausfriedensbruch in New Jersey begehen? Oh, darf ich mal raten? Walker? Sie haben mir die Überraschung verdorben. Laissez-le moi. Je vais me le faire. Ich will seinen letzten Atemzug hören, wenn er mich um sein Leben anfleht. Ja, das dürfen Sie. Darum rufe ich ja an. Ich weiß es zu schätzen, Sir. Ist mir ein Vergnügen, mon ami. Ich nehme an, Sie möchten gern, dass er leidet? Ja, natürlich. Was zum Teufel ist das? Bella, Bella, Bella. Jaco, sind Sie noch da? Ja, ich bin noch dran. Gut, hören Sie mir zu. Nachdem Sie sich um unseren Freund gekümmert haben, eliminieren Sie das ganze Flicker-Team. Ah bon? Toute l'équipe? Et la femme aussi? Ja, Lithia auch. Ganz besonders Lithia. Zerstören Sie wirklich alles. Très bien, c'est compris. Vous en faites pas, je m'en occupe. So gefallen Sie mir, mon ami. Viel Vergnügen. Werde ich haben. Das ist gemein. Sie hatte gerade erst angefangen. Hatte Guran nicht gesagt, die Anlage wäre schwer bewacht? Sie klingen enttäuscht. Das ist Jacos Wagen. Sieht so aus, als hätte noch jemand ein Problem mit TIFCOM. Kommen Sie, Vandy. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Nicht schießen! Nicht schießen! Ha! Der Geist, der wandelt. Das hier ist für meinen Bruder. Ups. Carbon-Céramique Composite. Tu comprends ça? Ich verstehe kein Wort. T'inquiète pas, je vais te montrer. Ah! Oh, oh! Arter Kern, hein? Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Wieso? Thank you.
das ist für meine Eltern. Alles okay? Ja, gehen wir. Kommen Sie. Danke für Ihre Hilfe, Wendy. Ein Jammer. Ich mochte diesen Mantel. Ich hätte eben doch allein herkommen sollen. Ja, das hätten Sie. Aber wir leben. Sagen Sie mir, was er vorhat. Das wissen Sie nicht. Ewigen Krieg. Beta 3. Flicker. Beta 3. Was beabsichtigt er? Was hat TIFCOM damit zu tun? Heute Nacht, 23.38 Uhr in der City. Jay, der Fotograf, die magische Kugel. Kommen Sie. Was ist das? Ein elektromagnetischer Impulsgeber. Er wird hier jeden Computer komplett löschen. Kommen Sie, wir haben auf dem Dach noch was zu erledigen. Der Sprengstoff. TIFCOM wird sobald nicht mehr senden. Ja? Sie haben unsere Leute bei TIFCOM ausgeschaltet. Sie haben was? Dr. Lithia hat mit Ihnen geredet. Und worüber haben wir gesprochen? Sie meinen Plan B? Ja, Plan B. Tun Sie es, jetzt. Das ist nicht so einfach, ich brauche etwas Zeit. Ich sagte, tun Sie es oder Sie sterben. Es ist mir egal wie, aber tun Sie es. Sie sind soweit. Augenblicklich können wir noch nichts Genaues sagen. Wir hoffen, dass wir bald mehr Informationen bekommen. Wir werden Ihnen live über die Ankunft von Jalil Ben David berichten, der heute Abend möglicherweise eine historische Grundsatzrede halten wird. Historisch, in der Tat. Machen wir uns nichts vor, Jungs. Jeder liebt doch eine kleine, saftige Verschwörung, oder? Und jetzt, dank Flickr-Tech, werden wir riesige Verschwörungen entwickeln und umsetzen können. Was die Welt in weniger als einer Stunde miterleben wird, ist nur der Beginn von etwas, das verspricht, die erfolgreichste Ära zu werden, die es je in der Geschichte der Singh-Bruderschaft gab. In wenigen Tagen wird ein Memo auftauchen, das vom Verteidigungsminister unterschrieben ist und in dem er den Präsidenten drängt, gegen Jalil Ben David nicht das Projekt Juggernaut einzusetzen. Zusätzliche Dokumente gehen an die Presse. In ihnen steht, dass Juggernaut der Codename für ein NSA-Programm ist, das darauf abzielt, dass im Nahen Osten durch ein politisches Attentat die Spannungen erhöht werden. Alles, was danach geschieht, Gentlemen, wird ein Selbstläufer sein. Amtsenthebung? Wieso nicht? Terrorismus? Na sicher. Revolution? Ja, tun wir's! Krieg? Wer weiß? Wen schert es? Unterm Strich zählt nur, ist es für die anderen unangenehm? Ist es gut für uns? Oh, bitte nicht. Nein, nein, bitte, hören Sie doch auf. Sehen wir uns lieber das Feuerwerk an. Und in New York ist heute ein schockierendes, mögliches Motiv aufgetaucht, mit dem sich versuchter Mord und Selbstmord zweier angesehener Detectives der New Yorker Polizei erklären ließe. Einzelheiten von Chip Rigger, der vor Ort ist. Die Anwohner dieser ruhigen Umgebung hier in Hoboken wachten durch hektische Polizeiaktivitäten auf. Im Haus des vermissten Detective Sergeant Sean Davidson.
Insiderquellen zufolge sucht die Polizei nach Beweisen für den womöglich größten Fall von Korruption seit Jahrzehnten. Davidson und sein verstorbener Partner Detective Clark Ellis sind in den systematischen Diebstahl von mehreren hundert Kilo Drogen verwickelt. Tja, das war's dann wohl mit meiner invaliden Pension. Du darfst da gar nicht hinhören, Dad. Chris wird das alles klären und dich entlassen. Das wäre zu schön. Dann könnte ich den Dienst ehrenhaft verlassen. Den Dienst verlassen? Was meinst du damit? Baby, seien wir realistisch. Ich kann meine Fälle nicht aus dem Rollstuhl herauslösen. Also heißt das, du willst einfach aufhören? Wehe, sie geben einen Laut von sich. Heute Nacht, noch 21 Minuten. 23.38 Uhr. Fotograf, magische Kugel. In der City. In der City. Heute Nacht. Heute Nacht, 23.38 Uhr. Fotograf, Fotograf. J. Magische Kugel. JFK. Magische Kugel, JFK, Dallas. Das Attentat. JFK, Dallas. 23.38 Uhr, heute Nacht ein Attentat mit der magischen Kugel. Das ist die, die Sie gefunden haben und die bewiesen hat? Es wird einen zweiten Schützen geben. Der Fotograf. Der Fotograf muss der erste Schütze sein. Jemand von der Presse, der nah genug rankommt. Wir müssen rausfinden, wer das Ziel ist. Und was heute Nacht um 23.38 Uhr in der City passiert. Jay, warum hat sie Jay gesagt? Ich weiß es nicht. Es muss sich um irgendjemand Wichtigen handeln. Jay, Jaleel. Verzeihung, Sir. Ja, Officer? Würden Sie bitte Ihre Tasche nehmen und mir folgen? Jaleel Ben David. Das ist es. Jaleel Ben David soll heute Nacht eine wichtige Rede halten. Das muss es sein. 23.38 Uhr. Nein, er soll nicht vor Mitternacht sprechen. Im Gebäude wird man höchste Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Gut, festhalten. Es geht um den Zeitpunkt 23.38 Uhr, 22 Minuten vor der Rede. Ben David wird gerade eintreffen. Das bedeutet, es passiert wahrscheinlich, wenn er hineingeht. Weniger als 12 Minuten. Wer ist das? Weiß nicht, das ist unterdrückt. Ist da Kid? Wer spricht da? Hier ist Ratib Javad Singh, aber Sie können mich RJ nennen. Übrigens, herzlichen Glückwunsch. Ich habe Ihre Fortschritte beobachtet. Beeindruckende Arbeit bisher, mein Kleiner. Nicht schlecht für einen Spätzünder. Es war mir ein Vergnügen, RJ. Ihre Sendeeinrichtung in New Jersey ist erledigt. Ach ja, ich habe leider davon gehört. Wir kennen Ihren Plan, Ben David zu ermorden. Das wird nicht passieren. Ach ja? Ich denke doch. Denn gerade jetzt hält Jason Kim ihrem Kumpel Detective Davidson und seiner hübschen Tochter eine Waffe an den Kopf. Oh ja. Und wenn die Dinge nicht genau so ablaufen, wie ich sie geplant habe, dann werden beide sterben. Aber das ist Ihre Entscheidung, Kid. Oh, und ich wünsche Ihnen einen herrlichen Tag. Ach, verdammt! Was hat er gesagt? Jason Kim ist der Verräter. Und er hat Renny und ihren Vater. Und wenn wir versuchen, Ben David zu retten, bringt er sie um. Mitarbeit.
Buran, stellen Sie ein Alpha-Team zusammen. Wir haben eine Geiselnahme. Was ist los? Jason Kim, er ist unser Maulwurf. Das gibt's doch nicht. Er ist bewaffnet und droht Randy Davidson umzubringen. Letzter Aufenthaltsort, Zimmer 14 im Krankenhaus. Alles klar. Wir haben nicht viel Zeit. Man setzt große Hoffnungen auf die Rede des Nobelpreisträgers Jalil Ben David mit der Vorstellung eines 12-Punkte-Plans, der Eingeweihten zufolge die Befriedung der Unruhegebiete von Israel und Palästina zum Inhalt hat. Und hier kommt die Delegation. Vier Minuten. Die Chance, dass Goran sie rechtzeitig befreit, ist gering. Das ist wirklich ein historischer Moment. Und nach so vielen fehlgeschlagenen Versuchen sind die Erwartungen hoch, dass Jalil Ben David einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten erwirken kann. Das liegt vor allem an seinem einzigartigen Werdegang und seiner unglaublichen Gabe, verfeindete Gruppen zusammen an einen Tisch zu bringen. So ist dieser große Humanist zu einem Hoffnungsträger geworden. Kit, ich verstehe das. Ich würde es auch tun. Ben David ist ein wichtiger Mann, ja. Aber das ist er nicht wert. Den besten Teil. Böser kleiner Pfadfinder. Ist das? Es ist egal. Es ist zu spät. Töten Sie sie beide. Sofort. Das werde ich nicht tun. Wer ist da? Wo ist Kim? Erfahren haben, ist Jalil Ben David bei dem Attentat verwundet worden. Lassen Sie ihn bitte los! Der Mann hat mir das Leben gerettet. Nein, Sie überleben das. Halten Sie durch. Wir übernehmen ihn. Können Sie aufstehen, Sir? Buran, ist Rennie? Es geht ihr gut.
Kim ist verhaftet worden. Was ist mit Ben David? Sieht aus, als würde er es schaffen. Ich werde ihn ins Krankenhaus begleiten. Okay, gut. Ich sage Vandermark, dass er Sie dort treffen soll. Sie hatten recht, was die Empfänger betraf. Sie hatten alle bestimmte Seriennummern. Babur hat sie mit der Abonnentenliste verglichen und bis auf die letzten 5 haben alle übereingestimmt. Hey, ich fahre mit Ihnen. Was wissen Sie über die 5 Abonnenten? Wir glauben, dass sie in den Anschlag verwickelt war. Wer sind Sie? Die erste hat vor ein paar Stunden Selbstmord begangen, Nina Holliston. Die Moderatorin? Ja, wir glauben, sie hatte den Auftrag, dem Schützen einen Presseausweis zu besorgen. Einem freiberuflichen Fotografen, Dale Everby. Dann ist unser freiberuflicher Fotograf der erste Attentäter? Und ein weiterer der Abonnenten ist der, der versucht hat, Ben David in seiner Limousine zu töten. Der Security Guard? Swain Johansson, Leiter des Sicherheitsdienstes. Er hat wohl dabei geholfen, dass Everby seine Waffe einschmuggeln konnte. Die beiden anderen? Anna Cooper und Trevor Law. Wir wissen noch nichts Genaues. Cooper arbeitet im Büro des US-Verteidigungsministeriums. Wie lautete der zweite Name? Trevor Law. Wir wissen noch nicht, welche Rolle er spielt. Ich kenne den Namen. Wir übernehmen ihn. Er ist mit ihm am Krankenwagen. Fahren Sie einfach weiter. Bestätigt, dass Jalil Ben David bei dem Attentat vor wenigen Augenblicken verwundet worden ist. Was ist das? Hä? Was haben Sie vor? Noch wissen wir nicht, ob er tatsächlich niedergeschossen wurde. Er war bei Bewusstsein und konnte aufstehen, aber... Tut mir leid, dass ich hier unterbreche, aber was genau sehen wir da? Das ist der Krankenwagen, der gerade Jalil Ben David... Nein, Chuck, auf dem Dach des Wagens. Wer oder was ist das? Das ist ein maskierter Mann in einem violetten Anzug. Verdammte Scheiße! Hilfe! Es scheint, als wären aus dem Wagen Schüsse abgegeben worden. Denn so wie es aussieht, könnte sich das hier zu einer Geiselnahme entwickeln. Halt! Der Mann muss schnell ins Krankenhaus gebracht werden. Sie werden wieder gesund. Es sieht so aus, als wäre Ben David nur leicht verletzt und in Sicherheit. Sehr gut. Ich beende diese Sitzung.
Sie haben zweifellos alle Erwartungen übertroffen, die ich in Sie gesetzt hatte. Havanna? Nein, danke. Wir haben der Bruderschaft einen empfindlichen Schlag versetzt. Nach über 10 Jahren. Und dem ersten werden noch viele weitere folgen. Das mit Kim ist allerdings traurig. Ich hätte nie vermutet, dass er unser Maulwurf ist. Schien mir ein aufrichtiger Kerl zu sein. Genau wie Sie. Was meinen Sie? Sie hätten es verbrennen sollen. Verbrennen? Was verbrennen? Das letzte Tagebuch meines Vaters. Sie hätten es vernichten sollen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was Sie meinen. In seinen letzten Monaten erkannte er Dinge an Ihnen, Vandermark. Dinge, die sein Vertrauen in Sie erschütterten. Zum Beispiel? Die Liebe zur Grausamkeit. Eine eitle, unnachgiebige Arroganz. Eine Schwäche für die schönen Seiten des Lebens. Was haben die Sings bezahlt, damit sie uns verraten? Tja. Es hatte mit Geld nichts zu tun. Glauben Sie mir. Es gab nur einen Grund. Ich wollte das beschützen, was Ihr Vater und ich aufgebaut hatten. Ich musste das 22. Phantom nach Bengala zurückbringen, um Barthep zu retten. Das ist mein alleiniges und einziges Ziel gewesen seit dem Tod Ihres Vaters. Meine Loyalität geriet nie ins Wanken. Und dies wird auch niemals geschehen. Selbst wenn das bedeutet, unsere Operation zu verraten? Oh, ich hätte viel mehr als das getan, um das Erbe Ihres Vaters aufrechtzuerhalten. Aber das liegt nun alles hinter uns. Es ist Geschichte. Ich habe Sie trainiert und nach dem Bild Ihrer Vorväter geformt. Jetzt ist die Zukunft von Barthep gesichert. Übrigens, wie haben Sie es gefunden? Das Tagebuch. Gar nicht. Es war einfach nur ein Schuss ins Blaue. Sie sind ein Walker. Ich denke, das Ergebnis rechtfertigt die Mittel. Manchmal schon. Aber oft bekommen wir Karten, die wir uns nicht aussuchen können. Also das Einzige, was Ihnen im Weg stand, das Einzige, was mich abhielt, dass ich mein Erbe antreten konnte, das waren meine Pflegeeltern in New York. Ich kann Ihnen versichern, dass ich Ihre Eltern nicht umgebracht habe. Sie haben den Sings nur Informationen gegeben, dass Sie es für Sie taten. Ich musste Ihnen doch begreiflich machen, was auf dem Spiel stand. Und die Verbindung zu Ihren Vorvätern herstellen. Nur aus diesem Grund habe ich Sie die brutale Skrupellosigkeit unseres Gegners erleiden lassen. Man hätte Sie sowieso umgebracht. Ich wollte nicht, dass Ihr Tod umsonst wäre. Es waren unschuldige Menschen. Was gingen Sie denn unsere Vorväter an? Sie waren die Menschen, die das Phantom beschützt. Ich habe es für Sie getan, Kit. Vergessen Sie nicht, dass Sie mir alles verdanken. Hier. Wenn Sie meinen, ich wäre unwürdig. Nur zu. Tätigen Sie den Abzug. Brechen Sie den Eid. Sie sind der Letzte der Linie, mein Junge. Tun Sie es! Nein. Unsere Wege trennen sich. Ihr Vater wäre bestimmt stolz gewesen. Oh ja. Sie haben es nicht verdient, den hier zu tragen. Kit? Kit? Kit! So kann ich Sie nicht weggehen lassen. Sie zerstören alles, was wir aufgebaut haben.
Was genau tun Sie eigentlich hier? Wir analysieren, wir deduzieren, wir planen und dann wird gehandelt. Sowas Ähnliches habe ich früher auch gemacht. Wozu brauchen Sie die Totenköpfe? Gehören Sie zu einer bestimmten Sekte? Wir respektieren die Vergangenheit. Ist sicher ganz schön aufwendig, so einen Betrieb aufrechtzuerhalten. Die medizinischen Einrichtungen da unten, Labore und so. Die Ausgaben werden doch in die Millionen gehen, oder? Wir kommen zurecht. Wer kommt zurecht? Sie sind dran, Detective. Es gibt doch sicher einen Kopf dieser Organisation. Ich würde ihn nur gern kennenlernen, bevor ich gehe und mich für alles, was er für mich getan hat, bedanken. Nun, ich werde ihm bei nächster Gelegenheit Ihre besten Grüße ausrichten. Kann ich ihn persönlich kennenlernen? Kommen Sie, Dr. Babur. Ich weiß, ich bin Rennys Vater, aber ein bisschen mehr könnten Sie mir doch sagen. Da gibt es jemanden, den wir anbeten. Jemanden, der uns eine große Inspiration ist. Jemanden, der uns mit der Anmut des Windes zeigt, was Moral bedeutet. Er ist weder hier noch da. Man weiß nie wirklich, wo er ist. Er erscheint, wenn man es gar nicht erwartet. Und verschwindet genauso schnell. Ein ätherisches Wesen. Und irgendwie sieht man ihn nie. Er ist eine Legende. Danke, Doktor. Das war eine wunderbare Definition des Phantoms. Ich schätze, Sie sind schachmatt. Dr. Edwardson sagt, er kann in ein paar Wochen am Stock gehen, wenn er seine Gymnastik fortsetzt. Er sagt aber nur, wenn. Er wird ganz bestimmt auf Sie hören, Rennie. Es wird Sie freuen zu hören, dass die Anschuldigungen gegen Ihren Vater und seinen Partner fallen gelassen worden sind. Und dass das NYPD ihn wieder einsetzen will, sobald er sich gesund genug fühlt. Danke sehr. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Benötigen Sie oder Ihr Vater zusätzliche Hilfe? Bitte kontaktieren Sie uns dann. Danke sehr. Tja, Ihr Flugzeug ist da. Sind Sie soweit? Rennie. Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst. Ich musste. Hast du die Tagebücher gelesen? Ja. Du hast dich verändert. Dich geirrt. Denn ich liebe dich. Schon bevor wir uns überhaupt kannten, denke ich. Bleib doch hier. Ich kann nicht bleiben. Er braucht mich jetzt. Nein. Das behältst du. Würdest du etwas für mich tun, Chris? Ich heiße Kit. Kit, würdest du dich beim Phantom für mich bedanken? Das werde ich tun.
Es ist eine der heiligsten Pflichten des Phantoms, dafür zu sorgen, dass es einen Erben gibt, der sein Vermächtnis fortsetzt. Brüder und Schwestern, wir sind am Anfang eines historischen Scheideweges. Wir stehen einem Feind gegenüber, der uns seit unserer Gründung schonungslos gejagt und gequält hat. Und das ohne einen einzigen überlebenden Erben der Blutlinie der Sinks. Ratib Javad war traurigerweise der Letzte. Aber auch wenn das eine unglückliche Fügung war, haben wir dennoch Glück gehabt. Denn wir haben einen neuen Führer erhalten. Von grenzenloser Loyalität, von mächtiger Stärke und größter Rücksichtslosigkeit. Einen Führer, der unsere Geschichte ehrt. Er respektiert unsere Traditionen. Und am allerwichtigsten ist, er hat über die Stärken und Schwächen unseres Feindes besondere Kenntnisse. Ladies und Gentlemen, es ist mir eine außerordentliche Freude, unseren neuen Vorstandsvorsitzenden willkommen zu heißen. Abel Vandermark. Ladies, Gentlemen. Sing ist tot. Lang lebe die Sing-Bruderschaft. Lang lebe die Sing-Bruderschaft. Und tot dem Phantom.